So Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot. Wir waren gerade dabei, in unserem Kopf neue Fähigkeiten zu erlernen. Und diesmal prügeln wir uns mit Leuten, die wir eventuell sogar besiegen können. Im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir uns mit Leuten angelegt haben, die uns maßlos überlegen waren. Ich kann auch einen Super Masenko. Warum kann der das eigentlich? Ich muss echt Vita-Drinks kaufen, neue. Ja, ich hab unsere Ki Angriffe erhöht, ne? Ja, merkt man nichts von. Oh, ich habe unser ganzes Ki verbraucht. Aber ja, man merkt schon deutlich, dass die Level 15er ein ganzes Stück leichter sind als unsere bisherigen Gegner. Au! Du Mister Krillin. Erinnerungskrillin. Erinnerin. Gut, man kann auch Piccolo dabei erledigen. Warum werden wir so schnell betäubt und er nicht? Au. Haben wir noch einen? Einen haben wir noch. Verdammt, ich hab gedacht, ich kann noch mal. Einfach schön immer unterbrechen bei dem, was er tun will. Au. Gohan. Gut. Wenn irgendwann Piccolo hier dran ist, dann hat er schon deutlich weniger Leben, als er ursprünglich hatte. Oh ja, stimmt, ich hab kein Key mehr. Und offenbar keine Tiefenwahrnehmung. Wachen brauchen wir jetzt nicht. Weil den haben wir auch so. Vernichtender Angriff gelernt. Sehr schön, Gohan. Den würde ich dann auch statt dem Körperschlag nehmen. Puh. Boah, auf dem Meeresgrund. Sind das die Muscheln? Also, ich meine, das ist ja kein Meeresgrund, das ist ja Seegrund, aber. Nee, hier gibt es auch nur diese Rumgekrebse. Also, eigentlich ist ja dieses Rumgekrebse, aber. Das war nochmal der Sinn, wenn ich die Dinger hier kaputt mache. Mit einer großen Explosion. Bekam da irgendwas für? War das irgendwas Wichtiges? Ah, hier bekomme ich Vita-Drinks von. Das ändert die Situation natürlich komplett. Dann muss ich diese Basen nämlich zerstören.
Portalmuster und Boden passt. Guan, für dich sieht jeder stark aus. Aber die sind alle nicht so stark. Was auch immer ich eingesammelt habe, ich habe es noch. Siehst du, so stark waren die gar nicht. So, wie viele Feinde gibt es denn hier? Offenbar ein paar. Was Höllen? Der Roboter setzt die Höllenspirale ein. Wie kannst du es wagen? Hab mal ein bisschen Respekt vor den Toten. Ja, ich meine, okay. Ich habe kein Problem damit, dass wir so viele Gegner jetzt gerade kriegen, weil... Ganz ehrlich, je mehr wir von denen haben, desto stärker sind wir am Ende. Und gerade auf Namek werden wir wahrscheinlich alle Kraft brauchen, die wir finden können. Ich werde wahrscheinlich auch offscreen ein bisschen die Typen verdreschen. Hallo Oma. Es ist schön, ab und zu in Erinnerungen zu schwelgen und Orte aus der Vergangenheit zu besuchen. Du willst deinen Ort besuchen, nicht wahr? Ich kann dir helfen, ihn zu finden. Ja, komm. Ausgezeichnet, offenbar hast du genug Geld. Dann fangen wir mit der Sitzung an. Ein Erinnerungsort wurde auf deiner Karte markiert. Ah, okay. Das müsste der Ort sein. Es ist deine Entscheidung, ob du dahin, jetzt dahin gehst oder später. Zeig doch mal her. Also, das da weg. Ist das da der Erinnerungsort? Ja, okay. Dann gehen wir da jetzt hin. Ganz ehrlich, wer braucht Story-Quests? Hier hinten ist wieder die Wüste. Hier waren wir aber schon mit einer Erinnerung. Da hinten, was ist denn da? Ich meine, das ist ja hier irgendwo der Pampa. Son Goku, ein unbekümmerter kleiner Junge, der allein tief in den Bergen lebt. Als er eines Tages einen gefangenen Riesenfisch nach Hause trägt, wird er von einem Auto angefahren. Der Unfall fügt ihm kaum einen Kratzer zu. Aber da er noch nie zuvor ein Auto gesehen hat, geht er davon aus, dass es sich um ein Monster handelt, das sein Essen stehlen will. Son Goku nimmt das Auto und schleudert es weg. Ein Teenager namens Bulma steigt aus dem umgestürzten Wagen und schießt auf Son Goku. Diese ziemlich unangenehme erste Begegnung ist der Beginn eines epischen Abenteuers der beiden. Das stimmt. Moment mal, ich bin wieder zu Hause?
Ups. Oh, aber da hinten die Basis für dich noch. Ich brauche neue Vita-Drinks. Kann ich die auch so verprügeln? Nee, ich muss die mit Kiefern beschießen. Megamasse, okay. Das ist ein Gericht. Ich will aber eigentlich keine Megamasse. Ich möchte gerne... Ich möchte eigentlich was anderes. Was sind denn das hier für Flaschenpflanzenmänner? Level 6. Wieso muss ich denn fliegen, um da hinzukommen? Nee, das war der falsche Weg ganz offenbar. Obwohl, hier führt ein Weg durch. Nehmen wir den. Ich weiß, da kann ich nochmal ein paar Kugeln sammeln. Ja, wir haben jetzt derzeit nicht so den Mangel. Was? Olong? Wo? Achso, ich muss erst landen. Ich wollte zum Dorf da vorne, aber ein unglaublich starker Wind hat mich umgehauen. Als ich wieder zu mir kam, war ich hier. Was um aller Welt ist hier los? Ja, das war wahrscheinlich hier Sturm Sabine. Ist okay. Also, wenn ich das hier aufnehme, ist gerade Montag und bei uns hat es schon richtig gefegt heute. Pfirsiche. Orange City. Da unten hat jemand ein Rezept. Boah, hier mitten in der Stadt. Ja. Oh, hallo. Ich erledige nur ein paar Einkäufe für meine Frau. Ich dachte, ich hätte alles auf, von allem auf der Liste die richtige Menge, aber offenbar habe ich mehr geholt, als ich brauche. Haha. Das ist mir alles zu schwer, um es nach Hause zu tragen. Also kannst du was abhaben. Okay, mach's gut. Oh, ein bisschen Reis. Das ist schön. Das Kochhaus? Bring mir Zutaten, dann koche ich was für dich. Ganzer Knochenbraten. Bisschen Fleisch und Apfel. Ja, nehmen wir mal einen. Kochter Fisch. Fruchtgelatine. Verfehlen uns Milch und Mango. Interessant, aber ich habe eigentlich auf ein Rezept gehofft. Moment, hier wird mir irgendwas mit Bauen angezeigt. Da. Verkauf alle möglichen Schätze. Ach, hier kann ich aber nur... Hier kann ich nur kaufen. Maido! Aber hat nicht hier einer was gesagt von wegen Rezept? Ich habe von der Zerstörung hinter der östlichen Schlucht gehört. Deswegen kann ich da wohl niemanden anrufen. Da ist alles fort, auch die Einwohner. Da alles fort ist, auch die Einwohner, ist ein Wiederaufbau wohl ausgeschlossen. Ja. Ich war da, ist nicht schön. Kamen so ein paar komische Typen und haben alles kaputt gemacht. Auch die Einwohner. Okay, hier muss ich abbiegen. Hier gibt es auch wieder Pfirsiche. Das ist aber ein schönes kleines Dorf. Erinnert mich so ein bisschen an das Dorf, in dem dieser Eber gewütet hat, im normalen Dragon Ball. Den Son Goku fertig gemacht hat und der ursprünglich zu Tenshin Han gehörte. War, glaube ich, komplett Filler, aber
Ich fand's trotzdem echt schön. Okay, sie, von ihr ist das Rezept, wir reden erstmal nach. Ja, ich habe gehört, was in der östlichen Schlucht passiert ist. Ein schweres Erdbeben hat die ganze Stadt ausgelöscht, oder? Ich habe gehört, dass es in der entlegenen in einer entlegenen Stadt etwas Furchtbares passiert ist. Ich hoffe, geht es den Leuten gut. Es gibt hier nicht viel, deswegen haben wir immer frische, saubere Luft. Oh, das ist auch schön. Mahlzeit. Ach, ich kann mich hier ausruhen. Ah. Du bist ein Freund von Mama, oder? Ach, und wer bist du? Hallo, ich bin Son Gohan. Ich bin Chichis Sohn. Ach, du bist Chichis kleiner Junge. Deine Mutter hat mir zahllose Male geholfen, weißt du? Immer wenn ich gerade wieder von Wölfen oder wer weiß was angefallen werde, rettet sie mich. Was? Vielleicht werden sie ja von dem Duft der frischen Zutaten angelockt, die ich kaufe. Das macht das Einkaufen echt zu einer besonderen Herausforderung, sag ich dir. Ja, das klingt hart. Ah, vergib mir, brauchst du was? Oh ja, stimmt. Ich glaube, du hast Mama neulich ein Rezept gegeben, aber sie hat es verloren. Könntest du es uns nochmal sagen, was es war, wenn es keine Umstände macht? Ach, das Rezept, na klar. Für das, was deine Mutter alles schon für mich getan hat, schulde ich ihr etwas. Hier, schreib es für dich auf. Bitteschön. Fleischgangrezept. Vielen Dank. Ja, das kannst du auch haben. Oh, cool. Wow, Zutaten auch? Ich komme mir schlecht vor, so viel anzunehmen. Ach bitte, nimm es einfach. Ich habe sowieso viel zu viel eingekauft. Oh, okay, danke. Grüß deine Mutter von mir. Und sag ihr, dass ich irgendwann bestimmt wieder ihre Hilfe brauchen werde. Ich meine, hoffentlich werde ich nicht so oft angegriffen. Okay, diese Frau ist echt komisch. Aber es ist doch ganz lieb. Bist du auch ein Kampfkünstler oder so? Ich hörte manchmal, wie Leute sich über irgendein Training unterhalten. Die Medaille. Ganz ehrlich, das Dorf sieht schon so aus, als ob es hier eine Erinnerung geben könnte. Aber ich sehe keine. Aber ein bisschen Fleisch. Aber es ist nicht das gute Hirschfleisch. Guck hier gerade mal so den Boden ab. Hier bin ich nur Kräuter und D-Medaillen. Hier müsste es Kräuter geben. Brauchst du Kräuter? Ich habe ganz viele. Hier ist man nah an der Stadt, aber dennoch gibt es viele Hügel und Täler. Die eignen sich gut als Rennstrecke. Manchmal tauchen auch ein paar Leute auf und wir veranstalten ein kleines Schwebeautorennen. Das ist aber nicht gut. So, Autorennen führen sehr oft zu Unfällen. Andererseits... Ich kenne die nicht. Dich kenne ich auch nicht. Level 9 und 6, ne? Und wieder die schwachen Leute, die meinen, hier eine große Klappe haben zu müssen. Aber Leute, ich würde sagen, wir lassen das dabei mal für diesen Part gut sein. Ich trainiere vielleicht einfach noch ein bisschen. Oh, da unten gibt es wieder Dino-Fleisch. Und, ja, wir machen dann beim nächsten Mal wahrscheinlich weiter. Der Dino ist schon tot. Oder zumindest fast.
mageres Dinosaurierfleisch. Mit den Namek Dragon Balls können wir uns Yamcha zurückwünschen, oder? Ich weiß, das können wir. Ja, mach dir ja keine Gedanken drüber. Den holen wir uns zurück. Er wird uns zwar vermutlich nie mehr hilfreich sein, aber... Was? Es geht immer nur um Steine? Ja, ganz ehrlich, diese Linien hier sind mir eigentlich relativ egal, weil das sind nur rote. Und rote haben wir genug. Kann ich auch so einen Vogel abknallen? Nee. Hähnchen gibt's wohl nicht zu essen. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Dragon Ball Z Kakarot. Bis dann, euer Wolf.